Mein Name ist Georg Hoemer, ich bin plastischer Chirurg in Linz und auch hier in Wels. Meine Schwerpunkte sind natürlich in der Ordination auf dem ästhetischen Sektor fokussiert, wobei es so ist, dass ich mich eigentlich als kompletter plastischer und rekonstruktiver Chirurg sehe. Aber natürlich in einer Privatordination für plastische Chirurgie sind vor allem die Belange der Schönheit wichtig. Und deswegen ist auch hier der Fokus sowohl chirurgische, ästhetische Eingriffe als auch nicht chirurgische Eingriffe. Ja, besonders wichtig ist natürlich die Brust. Brust ist immer im Fokus, wenn man plastischer Chirurg ist. Aber auch Gesicht ist für mich auch ein sehr interessanter, ist ein interessanter Körperteil, weil natürlich immer sichtbar. Und Körperformung im Sinne von Fettabsaugung, Straffungsoperationen sind auch noch ein Hauptteil meiner Arbeit. Es ist schon mal der erste Kontakt wichtig, wie man auf den Patienten zugeht. Ich glaube, der Patient tut sich schwer, mal primär zu entscheiden, was ist ein guter Arzt für ihn. Natürlich gibt es Referenzen, es gibt den Lebenslauf, es gibt Bewertungsportale, es gibt Meinungen anderer Patienten, aber letztendlich denke ich, entscheidet der Patient aufgrund der Chemie, die zwischen dem Arzt und dem Patienten herrscht, und das ist für mich eigentlich sehr wichtig. Mein Motto, unter das ich die Ordination gestellt habe, ist Wissenschaft, Schönheit. Das ist ein bisschen ein Wortspiel. Für mich ist Wissenschaft wichtig, weil ich denke, nur wenn man sich wissenschaftlich mit der Materie auseinandersetzt, kann man einerseits konstant gut bleiben und sich verbessern. Das heißt, das ist schon etwas, was für mich wichtig ist, weil das ist ja für den Patienten letztendlich auch das, was dann für ein gutes Ergebnis sorgt.